Zu einer Geschichte, die in diesem Sommer bundesweit Schlagzeilen machte. Eine ARD-Dokumentation hat damals enthüllt, was hinter den Mauern von Kinderheimen vor sich ging, in denen Kinder und Jugendliche einem Psychiater ausgeliefert waren, der so seine ganz eigenen Therapievorstellungen hat. Eine Therapie, mit der man Kinder ruhig, sehr ruhig stellen kann, mit Hilfe von Psychopharmaka, die alles andere als unbedenklich sind. Dabei geht es nicht um irgendeinen Kinder- und Jugendpsychiater, sondern um einen der berühmtesten der Republik. Gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung haben Nicole Rosenbach, Jessica Briegmann und Jochen Tassler weiter recherchiert an einem Skandal, der offenbar noch weit größer ist als bisher bekannt. Oje, will ich das Tor schon sehen, ne? krieg direkt einen ersten Anfall. Sebastian und Torben lebten als Teenager mehrere Jahre in diesem Haus in der Eifel. Damals war das hier noch ein Kinderheim. Ich wollte hier nie sein. Ich habe auch immer gesagt, ich will hier weg. Natürlich hat sich nie was geändert. Die Zeit hier und die Medikamente haben mir im Endeffekt mehr Probleme gemacht, wie ich vorher schon hatte. Die Medikamente, das waren Psychopharmaka. Genau. Jahrelang sind Sebastian und Torben hier damit behandelt worden. Es sollte ihnen helfen, ihre Aggressionen zu kontrollieren. Aber die Medikamente hätten sie vor allem ruhig gestellt, erzählen beide. Die Nebenwirkungen seien extrem gewesen. Schläfrigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege quasi. Dabei dachten Sebastian und Torben, sie seien in guten Händen. Denn der Arzt, der ihnen die Medikamente verordnete, war einer der bekanntesten Kinder- und Jugendpsychiater Deutschlands. Herzlich willkommen, Michael Winterhoff. Michael Winterhoff, Kinder- und Jugendpsychiater aus Bonn. Sie sind der König in den Bestsellerlisten. Winterhoffs Mantra: Viele Kinder würden zu kleinen Tyrannen verhätschelt. Man müsse strenger zu ihnen sein. Damit traf er einen Nerv. Dutzende Kinderheime in Deutschland kooperierten mit ihm. Er galt als Star. Immer an den Eltern. Bis eine ARD-Doku im Sommer aufdeckte, was auch zu Winterhoffs Standardtherapie gehörte: Psychopharmaka. Offenbar verordnete er sie vielen seiner jungen Patienten, teils über Jahre, trotz starker Nebenwirkungen. Es geht vor allem um diese Medikamente. Pipamperon und Dipiperon heißen sie, je nach Hersteller. Laut Winterhoff sollen sie Kinder erreichbar machen für seine Therapie. Viele Fachleute halten es jedoch für unverantwortlich, das Mittel Kindern und Jugendlichen dauerhaft zu verordnen. Das ist sozusagen ein Notfallmedikament. Wenn ein Kind tatsächlich mal in einem psychomotorischen Erregungszustand gerät, dann kann man dieses Medikament geben. Das sediert und hat natürlich auch Nebenwirkungen. Das ist ein Medikament, was wir nie dauerhaft geben. Michael Winterhoff weist jede Kritik zurück. Pipamperon und Dipiperon habe er nur in Einzelfällen mit spezieller Indikation verordnet. Die Dosierung habe er kinderpsychiatrisch kontrolliert. Tatsächlich? Recherchen von Monitor und Süddeutscher Zeitung wecken an dieser Darstellung neue Zweifel. Exklusiv werden uns interne Medikamentenlisten aus Heimen zugespielt, in denen Winterhoff Kinder behandelte. Sie stammen aus dem Zeitraum von 2010 bis 2021. Die Listen machen deutlich, wie systematisch die Medikamentenvergabe gewesen sein dürfte. Ganze Gruppen von Kindern und Jugendlichen erhielten demnach offenbar über Jahre Psychopharmaka, oft in kaum veränderter Dosierung. Also ich bin erschrocken darüber, wie ausgeprägt dieses Ausmaß ist an immer denselben Diagnosen und immer denselben Medikamenten, bei denen man davon ausgehen muss, dass sie zumindest zu einem Teil und wahrscheinlich zu einem großen Teil nicht indiziert waren. Und die Listen zeigen noch mehr. Winterhoff verschrieb offenbar auch Kombinationen von Psychopharmaka, Cocktails mit bis zu 3 Medikamenten. Regelmäßig kombinierte er demnach etwa Dipiperon mit Risperdal, einem Mittel zur Behandlung von Schizophrenie und Aggressionen. Das ist eine Therapie, die ich gar nicht verstehen kann. Es sind beides Neuroleptika, sie haben ähnliche Wirkspektren. Sie haben unterschiedliche unerwünschte Wirkungen. Fragen dazu beantwortet Michael Winterhoff nicht konkret. Über seine Anwälte lässt er wissen, dass er Medikamente nur unter Einbeziehung der Sorgeberechtigten verordnet habe, nachdem in einer Untersuchung und Einzelfallentscheidung festgestellt wurde, dass bezüglich des Kindes eine entsprechende Indikation vorlag. Die Verordnung von Medikamenten sei außerdem grundsätzlich eingebettet in eine umfassende Behandlung, bestehend aus regelmäßigen Untersuchungen und Therapiegesprächen. Fragwürdige Diagnosen, offenbar jahrelanger Einsatz von Psychopharmaka.
Kinder, die über extreme Nebenwirkungen klagen. Warum fiel all das nicht auf? Warum griff niemand ein? Karin Stab hat sich diese Fragen über Jahre gestellt. Sie ist Vormünderin und hatte auch das Sorgerecht für zwei Kinder, die von Winterhoff behandelt wurden. Sie hatte Zweifel, ob die Psychopharmaka nötig waren, wandte sich ans Heim und ans zuständige Jugendamt, aber niemand nahm sie ernst. Es hat mich schon etwas berührt, dass man gar nicht reagiert hat. Ich hatte sogar phasenweise den Eindruck, man lächelt es etwas beiseite. Keine Kontrolle durchs Jugendamt? Welche Folgen das haben kann, spüren Sebastian und Torben bis heute jeden Tag. Seit sie die Medikamente nehmen mussten, haben beide körperliche Beschwerden. Zittern in den Händen, wo ich halt auch oft von Leuten gefragt werde, ob ich auf Alkoholentzug wäre oder ob ich Parkinson habe. Genau wie der Torben habe ich auch das Problem mit den Händen. Dann habe ich sowas wie Muskelzuckungen. Sind es Spätfolgen, weil sie so lange Psychopharmaka bekamen? Auf Anfrage nimmt Michael Winterhoff dazu keine Stellung. Über seine Anwälte teilt er mit, er halte es nicht für sinnvoll, Einzelheiten der Krankengeschichte vormals schwer traumatisierter Kinder in der Öffentlichkeit auszubreiten und damit gegebenenfalls Traumata zu reaktivieren. Für den Pharmakologen Gerd Gläske ist ein Zusammenhang zwischen Beschwerden und Medikamenten naheliegend. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Folgen sind dieser langfristigen Einnahme von Neuroleptika. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen, wo man relativ kurzfristig solche Neuroleptika gibt und schon nach kurzer Zeit solche Bewegungsstörungen auftreten. Dass Kinder in der Jugendhilfe nicht gut genug geschützt sind, hat auch die Politik erkannt. Seit kurzem muss jedes Bundesland sogenannte Ombudsstellen einrichten, unabhängige Ansprechpartner, an die sich Betroffene wenden können. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagen Fachleute, aber viele Ombudsstellen arbeiten bislang vor allem ehrenamtlich. Und eigenständig Maßnahmen ergreifen können sie nicht. Dafür sind immer noch die Behörden zuständig, die in der Vergangenheit schon so oft versagt haben, wie im Fall Winterhoff. Vormünderin Stab etwa hat sich immer wieder bei der zuständigen Heimaufsicht beschwert. Gebracht habe es nichts, sagt sie. Ich bekam dann einmal gesagt, ja, wir waren in der Einrichtung, wir sahen keine irgendwelche Punkte, die zu einer Beanstandung geführt haben. Und das zuständige Landesjugendamt? Schreibt auf Anfrage, man sei seit 2011 mehreren Beschwerden im Fall Winterhoff nachgegangen. Es sei aber weder eine strukturelle noch eine akute Kindeswohlgefährdung erkennbar gewesen. Eine erstaunliche Reaktion angesichts der heute offenkundigen Missstände. Unangekündigte Kontrollen durch unabhängige Stellen könnten ein Ansatz sein, Missstände auf anderem Weg zu entdecken. Anders als in Pflegeheimen ist das in Kinderheimen bislang aber nicht vorgesehen. Sebastian und Torben hätte viel Leid erspart werden können, wenn die Behörden, die für das Kindeswohl zuständig sind, nur genauer hingeschaut hätten.